Wenn die Götzen hier sind, was kann ich da noch tun? Ich dachte, ich hätte was gehört. Untersuch das. Ich Wer ist da? Hallo? Das soll sich rumdrehen. Ach, da war bestimmt nichts. Nichts? Dann zurück an die Arbeit. Noch einmal versucht, bin ich bereit. Hier ist irgendwer! Hier ist irgendwer! Wir haben ein Problem! Du steckst hier irgendwo! Nope. Ich finde dich! Nope. Bezweifle ich. Bis jetzt hattest du Glück, aber ich werde dich finden! Oh, ich mag dieses Spiel! Komm raus, Mistkerl! Die Schatten werden dich nicht retten. Oh doch, Junge. Das werden sie. Nichts. Er ist sicher längst über alle Berge. Reiß dich zusammen. Haben wir noch einen Wurf verpackt? Ja, sehr gut. Wer hat das Geräusch gemacht? Hitler kann es sein. Problem. Fackel ausschalten. Ich krieg eine Belohnung, wenn ich dich finde. Ja, super. Versteckt. Oh, der Köder. Nein, Garrett, nein. So. Hier ist irgendwer. So, haben wir gerade was drin. Aufeinander auf. Oh, da war wohl schon jemand einer am Werk. So wie das aussieht. Du bist da drüben. So. Gerade leckt das Spiel irgendwie. Er ist nirgends sicher. Ich habe aber keine Ahnung warum. Nicht vor dir und mir. So. Die Framezahlen haben sich jetzt gerade wieder erholt. Sehr gut. So. Hier geht's wohl weiter, aber ich möchte auch hier noch gucken. Haben wir irgendwas? Nö, dann geht's hier weiter. Jetzt bin ich mal gespannt. So, anheben. Boah, heb doch das Ding an! Boah, Junge. So. Das war der leichte Teil. So, wir sind drin. Es ist ein großes Haus und der Baron empfängt heute keinen Besuch. Nicht freiwillig. Ja, nicht freiwillig. So, wir sind also im... Die Fallen sind neu. Baron Uid Northcrest hat wohl Angst vor Besuchern. Ich sollte aufpassen. Alter, okay. Erstmal hier Mohn und Nahrung reinhauen. Ich möchte noch da ganz nach hinten gehen. Haben wir eine Karte drin? Jawohl, wir haben hier eine Karte drin. So. Schauen, wo wir da hinkommen. Ja gut, wenn wir da erst schon da nach hinten kommen, dann gehen wir erst durch diesen Raum hier. So, machen wir hier mal das Licht aus. Scheint wohl niemand zu sein. So. Haben wir hier sonst noch was? Nein. Scheint nicht so. Wir können hier durch. Mal durchgucken. Okay, scheint sicher zu sein. Machen wir mal auf. Da vorne kann ich noch was suchen. Oh, ja, stimmt. Schloss knacken. Das bedeutet nur Gutes. Ehrenzeichen der Wache.
da drin scheint wohl eine Wache zu sein. Jawohl, da läuft sie. Die läuft gerade weg, also könnten wir das aufmachen. Der andere Flügel ist zu ungeschützt. Es braucht einen Zugang zu den Gemächern des Barons. Wurde durch den Unfall zerstört und nie repariert. Eine Todesfalle. Ich habe keinen Lichtschalter, damit ich das Ganze ausmachen kann. Jetzt machen wir mal auf. Okay, wir machen das Licht doch lieber wieder aus. Ist, glaube ich, erstmal sicherer. Und nochmal so ein Wachenabzeichen. Bringt uns auf jeden Fall viel Gold ein. Was haben wir hier? Entlassungsschreiben. Schlafgemach. Ich glaube kaum, dass wir da irgendwas Großartiges finden werden, außer so ein paar Goldstückchen. Keine versteckten Türen oder so. Nee, ganz normale Türen. So. Nichts drin. What the fuck? Okay, dann machen wir hier mal auf. Ah, Badezimmer. Okay. So, hier haben wir einen Lichtschalter. Den lassen wir mal aus. So. Hier scheint es sonst alles okay zu sein. Machen wir hier mal die Kerzen aus. Ich fühle mich nicht besonders. So. Und auf jeden Fall mal im Obergeschoss. Was ist denn aus dieser Stadt geworden? So, wir müssen darüber. Hier können wir noch rein. LOL. Zum Glück waren wir geduckt. Brieföffner. Tintenfässchen. Nichts. Nichts, okay. Oh, da liegt noch was. Vivian. So, noch eine Geldbörse. Gucken wir mal kurz in die Dokumente rein. Baron Northcrest, Vivian. Ich bin tief bestürzt über Vivians Verhalten bei Lord Siftons Bankett. Mitten in einem meiner Rede über automatisierte Arbeit in unserer zukünftigen Gesellschaft hielt meine Gattin es für angebracht, mit einem lächerlichen Einwurf über die Bestückung der Automaten mit Urkraftenergie zu stören. May you... War so dumm, sie zu weiteren Erläuterungen aufzufordern. Woraufhin sie die Vermutung äußerte, die Eisensklaven könnten von echten Gedanken ebenso profitieren, wie die Menschen es tun. Dann lachte sie und postulierte die Frage, ob uns das nicht zu Göttern machen würde. Vivian zerschüttete der Preisgabe religiöse Denkschemata, what the fuck, traf mich bis ins Mark. Ich werde derartige Unsinn nicht tolerieren, schon gar nicht unerwünschte Phantasterien und zusammenhanglose Geschwätz meiner Frau über Dinge, die sie gar nicht begreifen kann. Ich habe Vivian nie geliebt und auch von ihr keine derartige Gefühle erwartet, aber ihre aktuellen Narrateien betrachte ich nachgerade als persönlicher Verrat. Ich werde etwas unternehmen müssen. Entnahme der Urkraft. Das Ritual zur Nutzbarmachung der Urkraft hat einen schweren Rückschlag erlitten, aber vielleicht besteht noch Hoffnung. Die Energie ist lediglich in ein schwächeres Gefäß übergewechselt, als vorgesehen war. Ich begreife zwar nicht, wie das möglich war, aber es muss einen Weg geben, sie in den Stein zurückzubringen. Okay, die ist ja in uns drin, glaube ich. So, hier haben wir wieder diesen Schrank. Nichts drin. Auch nichts drin.
So, ich hatte das Licht vergessen anzumachen. Mann, 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 du. Das gibt's doch gar nicht. Strom sparen, ne? Oh. Oh, okay. Ich hab gerade nochmal Glück gehabt. So. Das Ganze hier. Was haben wir hier noch? Die Erweckten. Boah, es wird gerade schon wieder richtig heiß hier. Boah, Junge. Alter, bin ich jetzt verschrocken. Boah, da habe ich... Gerade eben habe ich noch dran gedacht. Da muss ich aufpassen. Jetzt... Alter Schwede. Das Spiel ist immer wieder gut zum Erschrecken, ey. So. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Nee, ja, du wirst schlafen, wenn ich komme. Lichtschalter, Lichtschalter, wo bist denn du? Da läuft nämlich einer rum. Da oben, von da oben könnte man reinkommen. Nice. Dort hinten ist noch ein großer Kasten, den möchte ich auf jeden Fall noch holen. Wow, das hat's ja jetzt vollgebracht, ne? Schönes Lied pfeift er da. So, nein, zurück. So, perfekt. Tin. Da hat sich jemand bewegt. Dummes Geschwätz. Ich finde dich und dann war's das für dich. Nö. Lol. Komm ich denn da rein? Mega geil. Ja, super. Hier war ich ja schon. Sehr geil, natürlich. Und hier sind natürlich wieder diese... Ah, hier oben. Um eine Ratte zu finden, ja, da muss man eben ein bisschen IQ zu haben, ne? Na gut, für eine Ratte nicht, aber... Für Garrett hier schon. So. Die wird deaktiviert. Was? Ich habe die doch deaktiviert. Ne, ich habe irgendwas anderes deaktiviert. So, meine Güte, wie das leckt gerade. Das müssen sie auch nicht. Mach. Was ist hier los? Boah, man zieht mich ja, Bruder. So, hier ein bisschen sonst nie. Nee. Oh, jetzt kommen wir wieder runter. Okay. Den erstmal K.O. machen. So. Ich würde sagen, wir gehen da mal jetzt raus. Irgendwie weiter.